Mit der Entscheidung für die Stationierung von Patriot-Raketen und Soldaten in der Türkei hat die NATO und damit auch Deutschland Tatsachen geschaffen, vor deren Konsequenzen führende Militärs und Politiker Irans und Russlands deutlich warnen. Selbst wer dem nicht zustimmt, muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die strategische Gesamtlage drastisch verschärft hat. Man spricht mittlerweile offen von der Gefahr eines Weltkrieges, denn jede einzelne dieser Patriot-Raketen sei ein schwarzer Fleck auf der Weltkarte und habe den Zweck, einen Weltkrieg auszulösen. Wollen wir es wirklich so weit kommen lassen, nur weil unsere Bundestagsabgeordneten zu beschränkt sind, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen einzuschätzen oder sich damit entschuldigen, dass sie sich dem Bündnisdruck beugen müssen? Noch letztes Jahr war Deutschland trotz immensen internationalen Drucks dem Einsatz in Libyen wie zuvor 2003 dem Irakkrieg ferngeblieben. Damals war es vor allem der massive Widerstand der deutschen Bevölkerung, der die Schröder-Regierung zum Einlenken zwang. Wer wissen will, was gewisse Kreise in London und Washington mit Syrien vorhaben, der schaue sich das Ergebnis dieser beiden Kriege an. Der Irak, einst Schauplatz einer der ersten Hochkulturen zwischen Euphrat und Tigris, ist in die Steinzeit zurückbombardiert worden, während Libyen von Al-Qaida-Kämpfern durchsetzt ist und an ethnischen und Stammeskonflikten auseinanderzubrechen droht. Das Prinzip ist immer noch das gleiche alte Spiel des britischen Empires: Teile und herrsche. Wie wir schon in unserer letzten Sendung berichteten, ist sich die amerikanische Regierung unter Obama nicht zu schade, selbst die radikalsten Teile der Al-Qaida für ihre Ziele einzusetzen. Mittlerweile ist durch Fakten aus offiziellen Dokumenten hinreichend belegt, dass die amerikanische Regierung den Sturz Gaddafis mit wesentlicher Hilfe gewisser Al-Qaida-Splittertruppen vorangetrieben und durchgeführt hat. Dieselbe Gruppierung war es, die nach dem Regimewechsel für die Sicherheit amerikanischer Diplomaten in Benghazi verantwortlich war. Doch die Strategie erwies sich als Bumerang. Am 11. September 2012 kamen US-Botschafter Stevens und drei weitere Landsleute bei einem Angriff auf das amerikanische Konsulat ums Leben. Bereits am nächsten Tag bekannte sich die zu Al-Qaida gehörende Ansar al-Sharia zu dem Terroranschlag. Führende Vertreter der US-Regierung hingegen, allen voran die bisherige UN-Botschafterin Susan Rice, behaupteten noch Wochen nach dem Anschlag, der Angriff sei spontan aus einer zunächst friedlichen Demonstration entstanden. Um also die offene Zusammenarbeit mit dem eigentlichen Todfeind Al-Qaida zu verschleiern, opferte die Obama-Administration offenbar sogar das Leben ihres Botschafters, der seine Vorgesetzten in den Monaten vor dem Anschlag wiederholt vor der prekären Sicherheitslage vor Ort gewarnt hatte. Jetzt finden sich dieselben Mörderbanden unter dem Decknamen der Opposition gegen Assad in Syrien, um den nächsten Putsch vorzubereiten, mit unabsehbaren Konsequenzen für die ganze Region und den Weltfrieden. Einzelheiten dazu finden Sie in dem Dossier von LaRouche Pack, das wir in deutscher Übersetzung auf unserer Webseite für Sie bereitgestellt haben. In einer Anhörung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses am Donnerstag bezüglich Benghazi Gate mussten sich Vertreter der Obama-Regierung einigen unangenehmen Fragen stellen, die verschiedene Aspekte der eben erwähnten Ungeheuerlichkeiten zur Sprache brachten. Im Falle Syriens wird mittlerweile ja sogar offen zugegeben, dass man die sogenannten Rebellen von außen finanziert und bewaffnet, wie zum Beispiel von Herrn Schockenhoff. Man fragt sich, wen dieser Herr mit der Behauptung, in Syrien breite sich die Al-Qaida aus, weil Russland und China eine militärische Intervention im UN-Sicherheitsrat blockierten, für dumm verkaufen will. Doch wenn solche Leute nicht öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden, machen sie ungeniert weiter und tragen dazu bei, dass sich die Welt sich immer weiter auf den Abgrund zubewegt. Zum Glück gibt es dennoch politische Kreise in den USA, denen ihr Amtseid und der Weltfrieden mehr bedeutet als die Order ihrer Partei. Ein gutes Beispiel dafür ist die Pressekonferenz der US-Kongressabgeordneten Walter Jones und Charles Rangel vom vergangenen Mittwoch, bei der auch ehemalige führende Militärs sowie Jeff Steinberg von LaRouches Nachrichtenagentur Executive Intelligence Review teilnahmen. Jones, Republikaner aus einem Wahlkreis mit starker militärischer Präsenz, und Rangel, demokratisches Urgestein im Kongress, setzten in ihren Ausführungen die amerikanische Verfassung an allererste Stelle. Wenn jemand die Söhne und Töchter des Landes in den Krieg schicken wolle, müsse er sich die Erlaubnis des Kongresses,
und damit der amerikanischen Bevölkerung einholen. Wir schreiben Ihnen, um Sie nachdrücklich aufzufordern, die Nation nicht noch einmal ohne Zustimmung des Kongresses in einen Krieg zu führen. Ihre kürzliche Drohung mit Konsequenzen für Syrien, wenn dieses Chemiewaffen einsetze, erinnert beunruhigend an die Forderung nach einem Krieg gegen den Irak, um mit dessen Massenvernichtungswaffen umzugehen. Nach Jones betonte Charles Rangel die Verpflichtungen und Verantwortungen der Volksvertreter. Es ist unsere Aufgabe, die Verfassung zu schützen. Wir haben tatsächlich den Punkt erreicht, wo die Präsidenten auf den Kongress pfeifen. Das mag ja nicht so schlimm sein, aber was sagen wir bei den Beerdigungen unserer Wähler? Was sagt man, wenn man in den Sarg schaut und einen jungen Mann oder eine junge Frau sieht und die Familie sich an dich hängt, weil man ein Symbol der amerikanischen Regierung ist? Sie wollen unbedingt hören, dass ihr Sohn oder Tochter eine Patriotin oder Heldin war. Und wissen Sie, sobald die Flagge gehisst ist, ist man natürlich ein Held. Aber wie beantworten Sie die Frage, warum Sie dort waren? Warum waren Sie dort? Und das ist der unangenehme Fleck auf unserer Geschichte. Pat Lang, Oberst außer Dienst und zeitweiliger Leiter der Nahost- und Nordafrika-Operation beim Militärgeheimdienst DIA, verglich die jetzige Lage mit Ende 2002, wo der Zug Richtung Irakkrieg schon abgefahren gewesen sei. Anschließend wies Tony Schaffer, Oberstleutnant außer Dienst, nochmal deutlich darauf hin, dass Syrien keine Gefahr darstelle und ein Krieg somit nicht im amerikanischen Interesse sei. In der abschließenden Diskussion wurde Jones gefragt, wie er darauf reagieren würde, wenn Obama trotz dieser Warnungen einen neuen Krieg beginnen würde, ohne den Kongress zu befragen. Ich denke, es sollte eine Diskussion über eine Absetzung geben. Ich meine das wirklich. Ich denke, es geht schon viel zu lange so. Wo um Gottes Willen ist der Kongress? Wir sind drei gleichrangige Zweige der Regierung. Aber wir sind schon lange nicht mehr gleichrangig, wenn es um Krieg geht. Die gesamte Pressekonferenz finden Sie auf larouchepack.com. Diese Herren zeigen durch ihren ständigen Bezug auf die amerikanische Verfassung und Tradition der Gründerväter ein gelebtes Verständnis von Souveränität und Geschichte und stehen beispielhaft für die wahre Seele und das Gewissen Amerikas. Das steht im krassen Kontrast zur Lage in Europa, wo die meisten sogenannten Volksvertreter der EU-Mitgliedstaaten auch das letzte verbliebene Quäntchen Entscheidungsgewalt mit Kusshand an EU und NATO abgeben würden. Das muss sich schleunigst ändern. Und die glaubwürdigste deutsche Kraft in dieser Richtung ist die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, die seit jeher vor der Finanzkrise und vor militärischen Abenteuern gewarnt hat. Wir setzen uns stattdessen für eine gerechte Neuordnung des Finanzsystems sowie einen nationalen wie internationalen Wirtschaftsaufbau ein. Lassen Sie uns gemeinsam das Grundgesetz und das Völkerrecht verteidigen, damit die Menschheit eine Zukunft hat.